Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen heute noch ein letztes Mal den Mayas. Und wir sind auf Larrys Gedenkinstitut. Die ist sowohl als Killer als auch als Überlebende ja ebenfalls eine von meinen Lieblingsmaps. Und da geht uns doch direkt eine Kate ins Netz. Ich glaube, die hat sich gut erschrocken, als sie mir gerade ins Gesicht gelaufen ist. Hallo, Kate. Ja, reiß mir die Palette runter, das nützt dir gar nichts. Da ist die Palette auch schon kaputt. Komm her und lass dich stalken. Nur noch ein bisschen, ein kleines bisschen. Jetzt bin ich schon das erste Mal auf Diabolik 2. Lass mich doch noch ein bisschen an deiner Seele knabbern. Ich dachte gerade, hier wäre jemand, ist aber nicht. Na, wo ist denn jetzt hin? Ist sie hier rein und hier rum? Ich sehe überall Kratzspuren. Da ist sie mir tatsächlich noch mal davon gekommen. War ich ein bisschen unkonzentriert bei der Sache? Da hinten knallt es am Generator. Hier hinter mir war eigentlich direkt. Ach, guck mal. Spione des Schattens sind auf der Map hier übrigens super. Da hat sich gerade jemand versteckt. Da ist aber auch jemand. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich zuerst hinlaufe. Rote Spuren überall. Da hinten wieder. Das Totem hier in der. Ach, guck mal, wer da ist. Ich kann mich an Kate nicht weiter aufladen. Okay. Ja, das wird Kate sein. Hier war doch aber auch gerade jemand. Ich lasse mir ein bisschen Zeit. Ängstigen wir den mal ein bisschen. Ich hoffe immer noch, dass sie zurückkommt wegen dem Totem. So, da hinten ist sie gerade fertig geworden. Und sie scheuchen jede Menge Vögel hoch. So, jetzt haben wir unsere Diabolik 3. Jetzt möchte ich dich auch ein bisschen mit meinem Stachel kitzeln. Oh, Mist. Da war sie fixer als ich. Kate, das macht man doch nicht. Wie sie ist da rein gerade. Da hinten ist aber auch was. Überall Vögel. Mist, jetzt möchte ich aber auch jemanden kriegen. Oh, hi Ace. Du bist mir quasi sehr willkommen. Ist es dein Ernst? Ich habe ihn gerade das erste Mal angestochen und er macht direkt einen Rage-Quit. Leute, was kann ich denn dafür, dass er mir direkt in die Arme rennt? Ich fühle mich da immer so ein bisschen um Punkte betrogen. Man kriegt zwar einen Aufgeberbonus, aber das ist ja nichts, was man bekommen hätte, wenn man denjenigen aufgehangen hätte. Das könnte ruhig nochmal geändert werden. Jetzt habe ich meine Diabolik 3 für den geopfert und es passiert nichts. Ganz umsonst. Da hinten sind wieder Raben aktiv. Aber meine Diabolik läuft jetzt ab. Da kriege ich wohl keinen mehr. Falsche Richtung. Da. Doch! Ganz kurz bevor die Diabolik abläuft, kriege ich die Besessenheit. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir es verhindern, dass sie ihren Entscheidungsschlag benutzt. Ja. Hat sie verhauen? Ab in den Keller mit dir. Ganz nach hinten. Für besonders unartige Mädchen. Sehr schön. Bisschen traurig, dass es so lange gedauert hat, bis wir den ersten hier aufhängen konnten. Ist hier jemand? Nein. Hier ist niemand. Wenn ich die Vögel immer schon aufscheuche, dann kann sie jemand anders mehr aufscheuchen. Ah, da hinten. Ich höre es doch genau. Ich gucke immer, ob die sich hier in der Ecke verstecken. Dann kann man die so schön einklemmen.
Wo und wer? Wer? Auf der Suche nach Kate? Hä? Die andere Kate? Na, wirst du wohl. Ich komme, Kate, ich komme. Willst du deiner Schwester nicht Gesellschaft leisten im Keller? Ist schön im Keller. Komm, ich habe ein Spielzimmer. Ich habe hier perverse Haken. Wir sehen uns nachher wieder. So, taktisch gesehen war das Aufhängen von der zweiten Kate jetzt ein bisschen unklug von mir. Weil jetzt natürlich der oder die letzte Überlebende durch die Luke entkommen kann. Aber wie immer spiele ich mit Myers im Moment nach dem Prinzip 3 von 4 ist schon mehr, als man sich erhoffen darf. Ich zähle jetzt den DC einfach mal mit, weil ich hätte ihn definitiv aufgehangen. Dabei mag ich die Map doch so. Jetzt geht das große Suchen los. Wer auch immer hier noch rumgeistert, ist sehr vorsichtig. Wo bist du? Da bist du! Mal schauen, ob wir uns nochmal aufgeladen kriegen. Aber die läuft hier so schön im Zickzack. Immer um die Ecke. Ich muss ja ein bisschen gucken, dass ich nicht zu weit abfalle, also zurückfalle. Immer schön hinterher, immer schon hinterher. Ja, natürlich, das kannst du gerne machen. Jetzt ist sie hier rum. Jetzt ist er da. Wir haben es fast voll. Da rennt sie um ihr Leben. Ach, da war die Luke. Alles klar. Ich glaube, wir hätten jetzt besser gespielt, wenn wir versucht hätten, die Diabolik nicht aufzuladen, sondern sie wirklich einfach nur so zu messen. Sie war ja direkt vor uns. Hätten wir bestimmt geschafft. Der DC-Ler wird gemeldet. Ich gönn's der Mac und ja. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet und zugeschaut hast. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch vielleicht ein Däumchen nach oben und vielleicht sogar ein Abo da. Damit du kein Video mehr von mir verpasst, musst du natürlich auch die Glocke aktivieren. Wenn du glaubst, dass auch andere Spaß mit mir haben können, dann sag's doch deinen Freunden weiter. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich sage Tschüss mit Küsschen und bis dann.